In den Ruinen des alten Stadions von Olympia wurde das olympische Feuer feierlich entzündet. Wie die Priester Olympias zur Fachung der heiligen Flamme die Strahlen der Sonne benutzten, wird auch das Feuer für die 11. Olympischen Spiele aus der Sonne Griechenlands geboren. Über 3000 Fackelläufer werden dieses Feuer nach Berlin tragen. Im Schwimmstadion des Reichssportfeldes trainieren die japanischen Wasserballspieler. Die australischen Schwimmerinnen bei der Beinarbeit. Eine Vertreterin Brasiliens. Der ägyptische Trainer Simaika mit seinen Schützlingen. Japans Springer zeigen herrliche Leistungen der Körperbeherrschung.